Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal möchte ich euch ein Assassinen-Deck vorstellen, das sehr, sehr mächtig ist, womit ihr auch ziemlich weit im Ranked kommen würdet. Wenn nicht sogar Legende. Das möchte ich euch jetzt jedenfalls mal vorstellen. Wir gehen es mal wieder Reihe für Reihe durch. Wir haben hier zuallererst Fluch. Fluch ist zum einen im Deck, weil wir es super mit dem Goblin Laura ziehen können. Und zudem mit dem Blattschleicher können wir Kreaturen Schaden zufügen und ihm damit quasi dann den Rest geben. Der Feuerblitz ist einfach nur da, um so ein bisschen Kontrolle zu halten, ist ja jedenfalls ein Midrange-Assassinen-Deck. Dann haben wir den Ungolem-Lauscher, weil sein Effekt eigentlich ziemlich gut ist und wir die drei Bruderschafts-Assassinen ins Deck bekommen. Dann Goblin Laura habe ich bereits erwähnt. Krampffeste Verräter ist drin, weil er wirklich recht stark ist. Und diese 2-1er Krampffeste Wache, die können wir mit, wenn wir einen Fluch natürlich in der Hand haben oder einen Feuerblitz, recht leicht wieder loswerden. Die kreischende Harpy, ziemlich guter Allrounder, darf in so einem Assassinen-Deck eigentlich gar nicht fehlen. Dann haben wir Schutzzauberwirkerin, weil wir auch den Dolchsturzmagier oder die Dolchsturzmagierin drin haben, um einfach diesen Schutzzauber erneut zu wirken. So, Ahnenschimmer, Oberin, ziemlich coole Karte, wie ich finde. Wir können einfach mal eine Karte nachziehen in Form eines Tieres. Und da müssen wir uns natürlich überraschen lassen, welches es ist, aber die Überraschung ist eigentlich immer ganz cool. So, Bruderschaftsschlechter ist auch eine coole Karte, hat Prophezeiung und Erschlagen. Und wir nehmen einen ausgeführten Auftrag auf die Hand. Dieser ausgeführte Auftrag gibt uns, kostet also nur Magicka und gibt uns eine Magicka in dieser Runde mehr, wenn wir sie aktivieren. Blitz natürlich. Dann unsere erste, dritte Legendary in dem Deck. Ist nicht billig, das Deck. Die Königin Barrenzia hat Entzug und bei Beschwörung gibt es alle anderen Kreaturen Wächter in dieser Reihe, also quasi Beschützer. So, dann die königliche Weise um anderen Kreaturen. Also wir gehen davon aus, dass wir es immer wieder hinkriegen, mehr Leben zu haben als der Gegner, dann den Verbündeten ein zufälliges Schlüsselwort zu geben. Dann der mystische Drache ist einfach eine starke Karte, weil es vor allem auch Prophezeiung hat. Der Klippenläufer, um eine kleine Überraschung, ein bisschen Sturmangriff eben dabei zu haben, schon so ein bisschen gegen Ende. Eissturm, um doch, wenn wir mal in der Brodolie stecken, mal alle kleinen Kreaturen mal loszuwerden. Der Schurspitzendrache, den finde ich ziemlich cool. Bei Beschwörung gibt der gegnerischen Kreaturen minus 2, minus 2. Und wenn du mehr Macht und Gesundheit, wenn du die Macht oder die Gesundheit einer Kreatur verringerst, verringer die zusätzlich um 1. Das ist auch wirklich recht praktisch. Habe ich bisher jetzt so noch nicht einsetzen können, aber wird sich auf jeden Fall mal ergeben. Okay, Ankano. Bisschen Kontrolle und am Schluss natürlich auch vielleicht den letzten Damage. Na, dazu haben alle Fähigkeiten nochmal, also alle Aktionen, meinte ich, durchbrechen. So, der Tatzkat, der Rudelanführer, darf da natürlich nicht fehlen. Der hat durchbrechen, Sturmangriff und letzter Atemzug und kotzt dann so eine 4-4er Kreatur aus. Die ist dann auch recht praktisch. So, die oberste Atromantin zweimal im Deck, damit wir später fürs Late Game auch noch ein bisschen was haben und eventuell dann einfach nur noch durch sie den letzten Damage machen. Okay, ein sehr, sehr solides Deck, wie ihr merkt, und es funktioniert wirklich prächtig und macht unheimlich Spaß. Zurzeit spiele ich das sehr, sehr gerne. Okay, wir springen direkt mal ins Spielen. So, da wären wir auch schon. Okay, Blitz wollen wir natürlich lieber als Prophezeiung ziehen und den Klippenläufer, den kann ich später besser gebrauchen. Krampffester Verräter ist für den Anfang immer ganz gut. So, wir haben eigentlich da eine ganz gute Curve. Eine sehr gute Curve sogar. Okay, wir können Krampffester Verräter direkt mal in den Schatten hauen. Döp, 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 döp. So, den ignorieren wir natürlich dezent und gehen direkt mal rein. Und spielen den Dolchsturz
Oder die Dolchsturzmagierin. Da kommt er nicht so leicht vorbei. Außer er hat auch eben einen Feuerblitz. Oder kann die Kraft von der Karte erhöhen. Oder natürlich fesseln. So. Wir gehen da auf jeden Fall rein. Ich will die Karte haben. So, was wir machen könnten, ist den hier zu verstärken. Mit dem Folianta-Veränderung. Dann würde nämlich nur eine sterben. Oder wir benutzen den Feuerblitz, um die hier zu killen. Und es würde trotzdem eine sterben. Hier würden wir wenigstens noch eine Karte nachziehen. Finde ich besser. So, da wird er auf jeden Fall reingehen. So, und da auch. Der haut die Karten jetzt richtig schön raus. Das ist doch recht praktisch für uns. Jö. Den Mystikdrachen. Nee, den mystischen Drachen. Können wir aber auch Mystikdrachen nennen. Ob er uns hier jetzt ein bisschen Schaden macht, kann uns eigentlich total egal sein. In der nächsten Runde könnten wir einen von den beiden hier raushauen. Boah, die ist stark. Der hat Schutzzauber und wenn der korrumpierte Schatten am Ende deines Zuges keinen Schutzzauber mehr hat, opfere ihn. Also wir könnten seinen Schutzzauber vernichten, dann ist er eh weg. Außer der hat diese eine Karte. Aber ich glaube, wir machen das schon so. Vorher sollte ich vielleicht den Boy hier mal rufen. Okay, sehr gut, sehr gut. So. Ich würde erstmal hier reingehen. Und nein. So, dann kann er zwar einmal damit angreifen, ja, aber würde dann halt ihm sterben, wenn er nicht weiter mit einem Schutzzauber versorgt. Der haut natürlich jetzt alle seine Aktionen raus. Ich meine, das kommt uns wirklich zugute. Weil er hat dann irgendwie irgendwann keine Karten mehr, mit denen er sich wehren kann. Und dann wird unsere Zeit kommen. Okay. Viel machen kann ich da leider nicht. Er wird in der nächsten Runde auf jeden Fall hier reingehen. Den Klippenläufer hätte ich ganz gerne als Überraschung. Und der befallene Alit kann uns da recht. Er bezieht halt jetzt eine Karte nach. Und wir fressen auch Schaden. Aber dafür haben wir halt wenigstens eine Kreatur draußen. So, die Kreatur wird schon mal sterben. Also wir stehen eigentlich noch gleich auf. Ich vielleicht mit einer leichten Führung. Okay, das hat sich jetzt geändert. Die leichte Führung wurde aufgehoben.
Okay, das Gute ist, wir können den hier schon mal fesseln und ihm dann mit Blattschleiche eigentlich den Rest geben. Nachdem wir natürlich damit angegriffen haben. Ist nichts Persönliches. Machen wir mal so. Ich würde ihm eigentlich ungern noch mehr Karten geben. Vor allem jetzt wird es halt eben sehr gefährlich. Jetzt bringt er halt die ganzen großen Dinger raus. Umso wichtiger ist es jetzt, Schaden zu machen. Wir müssen das recht schnell beenden können. Okay. Machen wir so. Nein. Ich hätte hier noch angreifen sollen. Okay, wir müssen auf jeden Fall bedrohlich sein. Ganz viel Bedrohung. Ganz viel Bedrohung. Wenn er jetzt mit dem Blizzard kommt, also mit dem Eissturm, wäre natürlich der Super-GAU für uns. Die einzige Kreatur, die überleben würde, wäre der Klippenläufer. Aber der würde auch Schaden fressen. Also könnten wir mit dem Blattschleicher wenigstens töten. Ja, da also eines Ich habe Gute. viele wichtige Dinge Nein. gebraucht. Okay, wen killt er? Den seht ihr ja nicht als Bedrohung. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir haben schon zwei Blitze auf der Hand. Das sieht alles sehr gut aus. Ist nichts Persönliches. Bam. 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 Und Bam, Leute. Da geht er down. Typ. Okay, das war jetzt recht einfach. Ich dachte, das wird noch ein bisschen dauern. Okay, Leute, wir haben fast Rang 6 erreicht. Also nicht wundern, warum ich so langsam level. Ich mache eigentlich fast nur noch Guides, probiere verschiedene Decks aus und sowas. Also ich konzentriere mich recht wenig auf Ranked. Also nicht wundern, warum ich da noch auf 7 rumgimpe. Ich könnte natürlich auch schon viel, viel weiter sein, wenn ich mich einfach jetzt um Ranked konzentriert hätte. Okay, nichtsdestotrotz, wir spielen auf jeden Fall noch ein Spielchen. Bis gleich. So, dich möchte ich noch nicht. Den mystischen Drachen auch noch nicht. Den hätte ich gern als Prophezeiung gezogen. Dafür habe ich ihn. Das ist perfekt. Mit denen starte ich schon sehr, sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein sehr, sehr hartes Match wird. Die Kombination, die könnte natürlich jetzt, oder es ist wahrscheinlich ein Control Mage. Und Control Mages sind sehr hartnäckig. Okay. Okay, wir machen das so. Wir können ihm dann den Schutzzauber verpassen. Dann sind wir da so ein bisschen gleich auf. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da ein bisschen mehr Schaden zufügen, damit wir die königliche Weise raushauen können. Da hatten wir jetzt Glück. Das wäre auch eine ganz gute Möglichkeit. Wir machen das mal so. Erschlagen.
bekommen den ausgeführten Auftrag auf die Hand, wie schon erwähnt. Wir halten dann einfach mal einen Magiker mehr. So, ich möchte ihn aber beschützen. Und mach das so. In der nächsten Runde können wir uns dann entscheiden, ob wir ins Gesicht gehen wollen und lieber die königliche Weise spielen oder die hier umbringen. Ich tendiere für die königliche Weise. Nein! Jetzt hab ich euch. Okay. Dann muss sie doch sterben. Ist nichts Persönliches. Jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten. Ist nichts Persönliches. Machen wir es mal so, bekommen noch einen ausgeführten Auftrag auf die Hand. Er könnte ihn erneut beschwören. Da gibt es ja mittlerweile ganz gute Karten dafür. Ich würde ihn gerne tot sehen. So. Das ist auf jeden Fall unsere Chance auf eine gescheite Kreatur. Das ist eine gescheite Kreatur. Auf jeden Fall. Die könnten wir später ganz gut gebrauchen. So, vor allem können wir dann durch den ausgeführten Auftrag uns schon zwei Magiker mehr erzeugen. Das heißt, die oberste Atromantin, die könnten wir schon in der achten Runde rufen. Und wir haben hier auch noch einen Magikerring, also in der siebten Runde ist sie bereits dran. Das ist sehr, sehr gut. Wenn er uns natürlich keinen Strich durch die Rechnung macht, ne? Das ist die Voraussetzung. Was macht er nochmal? Eine andere Kreatur verschwindet und kehrt am Ende des Zugs zurück. Genau das habe ich gemeint mit dem Dude, den wir jetzt getötet haben. So, ich würde ihm gern ein bisschen Schaden machen. Ist nichts Persönliches. So, dass wir die königliche Weise spielen können. Wenn sie sich jetzt überhaupt schon lohnt. Nachdem er jetzt eventuell was tötet. Könnte natürlich ein Feuerblitz sein, wo er auf irgendeinen von den beiden feuern wird. Oh, ja, ja. So, der macht natürlich keinen Sinn. Falsch gedacht. Der macht natürlich jetzt sehr viel Sinn. Hauen wir raus. Und könnten jetzt noch den Dolchsturz, die Dolchsturzmagierin, die Oberin oder auch die königliche Weise spielen. Ich hau mal die Dolchsturzmagierin raus. Durch die bekommen wir wenigstens das eine Buch, das uns noch eine Karte ziehen lässt und zwei Angriffe und zwei Verteidigungen mehr gibt. Soldaten, formiert euch! Sie unterschätzen uns. Okay, so. Jetzt könnten wir ein bisschen Action machen. Shea soll euch holen. Okay, wir könnten den killen. Ich hätte gerne den ausgeführten Auftrag. Ausgeführten Auftrag sei schon den Verlernt der Veränderung.
machen jetzt mal die königliche Weise. Vielleicht bekommt er ja nochmal einen Schutzzauber. Entzug, tödlich, tödlich, regenerieren. Also nur Bullshit. Nur Bullshit bekommen. Aber okay. Gibt Schlimmeres. Wir gehen weiter ins Gesicht. In der nächsten Runde werden wir dann die oberste Atromantin spielen. In der Zeit kann er schon mal ein bisschen was hier aufräumen. Damit wir auch genug Platz haben, ist ja ganz wichtig. Vorsicht, mein Freund. Sie dürfen nicht durchbrechen. Ihr kämpft gut. Gut gekämpft. Okay. Wird langsam gefährlich. Ihr entkommt mir nicht. So, machen wir es mal so. Die oberste Atromantin wäre halt jetzt sehr, sehr viel am Platz. Die würde so leicht sterben. Und die sowieso. Ich würde es mir vielleicht doch noch aufsparen. Ich würde hier lieber mal ein bisschen was versuchen, um einen von denen zu töten. Den am besten natürlich. Davon habe ich doch ein bisschen mehr. Weg damit. Ging mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Okay, in der nächsten Runde können wir dann wenigstens mit den Kreaturen hier angreifen. Und da kommt er ja nicht vorbei, außer er verstärkt sie. Oder hat einen Feuerblitz. Mein Freund hier möchte Hallo. Ob die jetzt hier ein bisschen Schaden machen, das ist relativ egal. Wenn er jetzt Glück hat, hat er den Verteidigungsatronachen gezogen. Der wäre der Einzige, der ein bisschen nerven würde, aber dafür würde ich dann Folianten der Veränderung benutzen und die hier ausrüsten. Und dadurch, dass sie natürlich tödlich hat, kommt sie da noch ein bisschen leichter vorbei und überlebt. Dann würde so oder so töten. Mich nervt dieser Süßkringel. Der hat Entzug. Entzug. Wir könnten den Folianten der Veränderung auch auf diesen Süßkringel wirken. Hätten wir wenigstens zwei Leben mehr. Verteidigung. Sie dürfen nicht durchbrechen. So. Machen wir das mal so. So, sie soll ja gleich sterben. Dann ist die wenigstens noch eine Weile gefesselt. Okay. Auf jeden Fall machen wir das mal so. Wir müssten reingehen. Überleben würde er nicht. So oder so nicht. Machen wir so. Dann machen wir das so. Gehen rein. Und jetzt möchte ich gleich die oberste Atromantin spielen. Ich könnte mir nämlich nicht vorstellen, dass er da versucht, irgendwie ins Gesicht zu gehen. Dafür hat er die Manpower gar nicht. Dementsprechend könnten wir es dann recht schnell mit dem Blitz beenden. Zerstreuung könnte hilfreich sein.
Obwohl, die da ist sehr gefährlich. Sogar sehr, sehr gefährlich. Die kann ich aber so oder so nicht aufhalten. Wir müssen es so machen. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich den nämlich auf der rechten Seite rufe, ob dann der zweite Atronach überhaupt erscheint. Das habe ich so leider noch nicht testen können. Aber so haben wir eigentlich genug Bedrohung, dass er sich jetzt versucht, um die Kreaturen erst zu kümmern und nicht ins Gesicht zu gehen. Und sobald er das tut, können wir die zweite oberste Atromantin rufen und sicherlich mit einer Kreatur angreifen. Also wenn er das jetzt noch reißt, dann ist er gut. Der beste Schutz, den Geld kaufen kann. Ui. So, 13 Schaden kann er bereits machen. Er muss nur noch 3 Schaden mehr machen. Aber so ist es aber auch nicht sicher, da ich irgendeine Prophezeiung haben könnte. Wie zum Beispiel einen neuen Blitz. Der beste Schutz, den Geld kaufen kann. Gut gemacht. Wahnsinn. Werde Zeuge meiner Macht. Blitz, jawohl. Damit kill ich die hier schon mal. Und dann kann er mir hundertprozentig nicht mehr Schaden zufügen. Yep. Ich habe gemeint, Feuerblitz am Start. Hab den ja nicht umsonst drin. Ich verbeuge mich auch. War ein richtig geiles Match, Leute. War richtig gut. Das hat alles. Okay, cool, Leute. Baut das Deck nach. Probiert es auf jeden Fall aus. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, hinterlasst mir doch ein Abo. Dann verpasst ihr keine weiteren Guides, Deckvorstellungen etc. Und vielleicht ranke ich sogar mal. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video.